Hallo Kastenwagen und Campingfreunde, wir sind mal wieder am Start, diesmal wieder mit einer Soundgeschichte. Und zwar geht es darum, dass wir ein bisschen Bass in unseren Kasten kriegen. Und da haben wir einen Pioneer Subwoofer und den wollen wir jetzt mal einbauen. Los geht's! Das ist jetzt der Lieferumfang zum Subwoofer. Zwei Anschlusskabel haben wir da, die Bedienungsanleitung, dann die zwei Haltebleche, mit dem der Subwoofer montiert wird, und noch vier Schrauben zur Befestigung. Das ist jetzt das komplette Zubehör, mit dem wir jetzt hier arbeiten müssen. Die Schrauben hier oben, diese zwei, müssen wir erstmal lösen. So, jetzt haben wir diese Plastikclips abgemacht. Und jetzt schrauben wir die Schrauben hier raus. Jetzt müssen wir diesen Aufsatz hier ablösen. Und dazu ist hier unter dem Gummi eine Schraube, genau diesen Gummi, der hier drauf ist, den müssen wir abnehmen und dann schrauben wir die Schraube hier ab und dann können wir das ganze Gerät dann erstmal abziehen. Nein, das ist nicht wahr. Du hörst ja schon fast alles hier ein. Das ist jetzt bestimmt ganz butterweich, oder? So, jetzt. Ja, genau, warte, ich zeige es nochmal. Genau, jetzt haben wir das Teil hier ab. Und jetzt müssen wir im Prinzip die ganze Konsole, also hier oben waren zwei Schrauben, die haben wir gelöst. Und dann muss hier unten noch eine sein, theoretisch, oder ist dort keine mehr? Ja, die müssen ab. Okay, also wir haben noch zwei Schrauben gefunden. Die sind relativ weit hinten, ne? Die müsste man dann auf jeden Fall auch noch lösen. Also sind es insgesamt 5 Schrauben. Oh, die ist fest. Hallo Konsole. Ja. Jetzt. So, jetzt haben wir hier die Konsole ab und an der werden wir jetzt versuchen, den Subwoofer zu montieren. Anbauen werden wir den so, dass dieses Pioneer-Schild nach vorn zeigt, damit wir die Kabel hier hinten, hier ist die Kabelgeschichte, damit die Kabel nach hinten dann weggehen, damit man die Kabel nicht sieht, wenn wir vorne rauskommen. Das würde dann ein bisschen blöd aussehen. Genau, und so schrauben wir den jetzt erstmal an die Konsole dran und tun aber vorher den ganzen Kabelbaum reinziehen. Bevor wir das jetzt dran bauen, haben wir hier noch ein paar kleine Optimierungen gemacht. Wir haben die Gen-Lautstärke jetzt auf circa fast die Hälfte gedreht, die Kabel angeschlossen, die zwei Anschlusskabel, und bei den Umschaltern hier haben wir im Prinzip nichts geändert. So, jetzt zeichnen wir das an, so dass man das dann anbohren kann. Jetzt müssen wir gucken, ob das jetzt passt. Jetzt haben wir das hier dran montiert mit den zwei Schrauben.
Das sind Fünfer. Fünfer Schrauben. Um den Subwoofer ans Radio anzuschließen, müssen wir natürlich das Radio erstmal rausziehen. Dazu hebe ich den Plastering hier drumherum mit den Teilen raus, die man auch braucht, um das Radio rauszuziehen. So, das sind hier Sichelnasen dran. Die sind hier an der Seite und hier oben ein Stück weiter in der Mitte. Am besten da reinhebeln, genau dort, wo die Nasen sind. Das kann natürlich bei jedem Ring wieder ein bisschen anders sein. Hier ist es halt so, ein bisschen runterdrücken und dann kriegt man den Ring hier raus. Oh. Ja, also die Hebel zum Rausziehen, die müssen dann hier einhaken, damit man das Radio rausziehen kann. Die sind aber relativ flach gemacht, sodass die uns immer wieder drüber weggerutscht sind. Also es war jetzt ein bisschen eine Frickelei, aber zum Schluss haben wir es jetzt noch rausgekriegt. Als nächstes machen wir jetzt die Cinch-Verbindung vom Subwoofer-Ausgang hier vom Radio nach unten zum Subwoofer. Lustigkeit. So, wie kriegen wir jetzt das Kabel hier durch? Das wird spaßig. Bist du unten? Ach, ich sehe eine Hand. Ja! Hast du? So, jetzt ziehen wir das hier durch. Ich habe ein anderes Kabel rausgezogen. Das ist schlecht. Nein, das ist schlecht. Wir brauchen nur das. So, und schließen das hier ganz unten bei Subwoofer an. Den roten und den weißen. Das ist hier die Kupplung und das stecken wir dann bloß unten zusammen. Und dann haben wir hier noch drei Kabel. Also das Gelbe ist das Plus, deswegen hat es auch eine fliegende Sicherung hier drin. Gelb ist Plus, kommt an den Pluspol von der Batterie. Wir machen genau. Das an die Wohnraumbatterie. Ne? Okay. Genau, an die Wohnraumbatterie. Das ist Masse. Massekabel haben wir noch. Ah, gut, ich habe das nächste Luder. Gucken wir mal hier. Hier haben wir hier. Und jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir die 12 Volt Versorgung vom Subwoofer vornehmen. Die bequemen Ecken. So, jetzt haben wir das. Oh Gott. So, mit Lanz und Uhr zu kennen. Unten noch Zitronenjumper. Na ja, gut. Aussehen. Ah, Blast. Ah, oh, hoffentlich kriegt's nicht. Ja. Den Klinken hier. Oh, wie kriegst du den raus? Oh, das ist kein Kabel. Ah, oh, ich hab ihn. Oh, guck mal, ich hab eine Batterie gefunden. Also unser Plan ist, die Kabel hier hinten zur Stromversorgung hier nach hier drüben quasi hier unten durchzuführen. Hier durch, weil hier schon das Pluskabel oder was es auch immer genau, das ist. Genau, das ist hier die Fahrzeugbatterie vom Auto und von hier oben, also von hier vom Subwoofer, gehen die Kabel jetzt hier rüber zur Batterie, die hier unter dem Sitz ist. Das ist cool. Siehst du echt nicht? Ich sehe nicht. Ach, wie? Hier kommt er raus. Guck, ja, eben. Der Kollege. Das ist aber nicht die Stelle, die wir haben wollten, aber ist auch nicht verkehrt. Ach so. Hm? Hey, wie bist denn du hier durchgekommen? Na, das drückte. Das ist ja krass. Wenn du den jetzt auch noch so hinkriegst. Ja, das wird das Problem. Kommt das? Lauf mit, kleine Wurst. Ah ja, ja. Ich seh's. Oh, du bist ein Held. Vom Feinsten. Na, das war ja einfach. Genau, und gut. Ja. So, jetzt. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Du willst es von der Seite machen, oder? Kannst du von der anderen machen.
wenn das bis rüber reicht. Also wir haben hier eine Stelle, hier ist noch eine und hier unten. Und da muss es eingefädelt werden und angedrückt und dann ist es fest. Wind kommt. So. Die Schrauben haben wir jetzt fest. Also das ist schon... Nein, nicht neben das Kabel. Ja, jetzt. Und die Klipper und dann muss es hinten in die ein. Genau. Genau, bei mir ist drin. Bei mir auch. Jetzt muss es bloß noch festgeschraubt werden. Das ist so einer meiner leichtesten Nebel. Gummi wieder rein. Schnipper wieder drauf. Fertig. So. Jetzt haben wir das schon dran. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Dass wir nicht wieder was ranfatschen. Die Seite hattest du abgehabt, ne? Genau. Das haben sie echt clever gemacht hier mit den Dingen. Drauf schnappen, ne? Das ist gut gemacht. Sonst, ne, so Schnellverschluss, das ist gar nicht so verkehrt. So, und hepp. Ja, gut. Oh, der Brocken so. Ja, das ist echt einwandfrei, das hängt. Und jetzt noch was zu den Einstellungen am Radio, die wir gemacht haben. Um das einzustellen, haben wir erstmal die Equalizer-Einstellung komplett hier auf 0 geschoben, so dass die Lautsprecher erstmal alle auf neutral eingestellt sind. Danach gibt es bei uns einen Punkt Subwoofer im Menü. Den kann man ein- oder ausschalten. Das haben wir eingeschalten. Bei Subwoofer-Einstellung kann man hier einen Tiefpassfilter und einen Hochpassfilter einstellen, jeweils für Subwoofer bzw. für Frontlautsprecher. Und hier kann man das nach Belieben einstellen, je nachdem, was man für Hörgewohnheiten hat, wie einem das am besten gefällt. Und mit der Sache haben wir im Prinzip gestartet, haben Musik abgespielt und haben hier die Frequenzen von den Frontlautsprechern und vom Subwoofer so angepasst, dass das schön homogen klingt. Dann gibt es noch im Menü einen Punkt Bassverstärkung. Den haben wir zu Anfang auf 0. Und den Bass haben wir dann so stückweise die Bassverstärkung angehoben bis zu dem Level, wo es uns gut gefallen hat. Und zum Schluss haben wir dann noch die Feineinstellung hier in der Equalizer-Einstellung vorgenommen. So, zum Schluss, wie immer noch ein kleines Fazit zum Lautsprecher. Also der Subwoofer, der gefällt uns relativ gut. Der rundet den Sound schön homogen nach unten hin ab. Ist auf jeden Fall für uns perfekt. Wir haben ein bisschen gebraucht mit der Einstellung. Eine halbe Stunde haben wir ungefähr eingestellt, bis wir das optimal hatten. Da sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Und auf jeden Fall die Mittelkonsole noch nie fest dran schrauben, bevor man nicht diese Einstellung gemacht hat. Also grob die Mittelkonsole an die Stelle anbringen, wo sie hin soll, und dann erstmal die Einstellung machen, weil es kann sein, man muss an den Gain-Regler nochmal ran und da muss man sonst die ganze Mittelkonsole plus den Subwoofer nochmal abschrauben, um die Gain-Einstellung dort ein bisschen zu verändern. Ansonsten wer jetzt aggressivsten Hip-Hop oder Techno hört, für den wird es vielleicht nie ganz ausreichen vom Bass her, aber für jeden sonst, denke ich, ist das vollkommen ausreichend und das klingt auf jeden Fall gut. Demnächst bringen wir noch die Geschichte mit den Dinette-Lautsprechern, wie wir die hier hinten installieren, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo. Also, bis demnächst. Tschüss.